Hallo und willkommen zu Tipps und Trends auf ATV Fernsehen fürs Allgäu. Im Gegensatz zu den uns bekannten herkömmlichen Sägeblättern, die wir im Hobbykeller einsetzen, werden in der Industrie häufig spezielle und oft auch sehr robuste Sägebänder eingesetzt. Und um die zu produzieren, braucht es ein hohes Maß an Know-how und Technik. Eine Firma, die solche Industriesägebänder herstellt, ist die Georg Kesel GmbH und Co. KG aus Kempten. Das Unternehmen gibt es seit mittlerweile 125 Jahren. Mit dieser Maschine zum Eingravieren feinster Skalen hat vor 125 Jahren alles angefangen. Inzwischen ist dieses Modell aber nur noch ein Ausstellungsstück. Denn bei der Georg Kesel GmbH und Co. KG aus Kempten werden zwar die Wurzeln des Unternehmens nicht vergessen, der Blick der Firma richtet sich aber immer nach vorn. Inzwischen werden hier in den frisch renovierten und modernisierten Räumen in der Maybachstraße vor allem Maschinen zur Herstellung von Sägebändern entwickelt. Aber auch die Herstellung von Maschinenschraubstöcken, die Produktion von Zahnstangen und das Bearbeiten von Zahnrädern gehören zum umfangreichen Produktangebot. Unsere Kunden finden sich weltweit im Bereich der Produkte für Linearverzahnung, der typische Zahnstangenantrieb oder auch Bauaufzüge, Transferstraßen sind Produkte, die auf unseren Maschinen hergestellt werden. Vor allem mit der Herstellung von Sägebandfräsmaschinen hat die Georg Kesel GmbH und Co. KG eine eigene Nische gefunden. Von der Konstruktion über den Zusammenbau bis hin zur Programmierung werden alle notwendigen Schritte im eigenen Haus durchgeführt. Nach der Abnahme werden die Maschinen vor Ort von Mitarbeitern der Firma aufgebaut und in Betrieb genommen. Egal, ob der Kunde seinen Standort in Deutschland, China oder Südamerika hat. Weltweit zählen 98% aller namhaften Sägebandhersteller zum Kundenstamm der Georg Kesel GmbH und Co. KG. Die Firma konnte sich diverse Patente sichern. Diese hochspezialisierten Maschinen zu planen und zu konstruieren, erfordert natürlich auch ein entsprechend gut geschultes Personal. Und diese Mitarbeiter finden wir so am Markt selten. Das heißt, was ist naheliegend? Wir bilden selbst aus. Wir haben hier in fast allen Unternehmensbereichen Auszubildende, sowie Industriekaufleute, Industriemechaniker, aber auch im Lagerbereich, Lagerlogistik oder Konstruktion bilden wir heute bis zu 9 Auszubildende aus. Ein weiterer wichtiger Punkt für unsere Personalpolitik ist auch die Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule hier in Kempten, wo wir Diplomanten oder auch Praktikanten oder auch einen dualen Studenten heute haben. Gut ausgebildetes Personal ist das Kapital einer jeden Firma. Das hat auch die Georg Kesel GmbH und Co. KG erkannt. Geschäftsführer Martin Klug beschreibt die Mischung aus motivierten Mitarbeitern und Innovationswillen als das Erfolgsrezept seines Betriebs. Und das geht offensichtlich auf. In den 125 Jahren seiner Existenz hat sich das Unternehmen von einem kleinen Werkstattbetrieb zu einem Industriebetrieb mit weltweitem Absatzmarkt entwickelt. Seit 2008 gibt es sogar ein Außenbüro in China. Das Firmenjubiläum wird natürlich entsprechend gefeiert. Wir feiern dieses Jahr unser 125-jähriges Firmenjubiläum und wir werden am 13. September einen Tag der offenen Tür, einen Familientag feiern, wo wir ein Rahmenprogramm anbieten, einen Firmenrundgang, in dem sich Ausbildungsabteilung und das Unternehmen präsentiert. Es gibt Aktivitäten für Familien, es gibt Musik, es gibt Essen und Trinken. Also für alles ist gesorgt und wir freuen uns auf regen Zulauf. Innovation, Teamgeist und Verlässlichkeit. Diese Mischung macht das Erfolgsrezept des Kempner Unternehmens aus. Weitere Informationen zur Firmengeschichte und dem umfangreichen Sortiment der Georg Kesel GmbH und Co. KG finden Sie im Internet unter kesel.com. Bereits zum 65. Mal lädt die Wirtschaftsmesse Allgäuer Festwoche nun schon nach Kempten ein. Dabei ist sie inzwischen viel mehr als eine reine Wirtschaftsschau. Wir haben uns mal einen kleinen Rundgang über die Festwoche erlaubt und uns einige Stände angesehen. Festwochenzeit in Kempten. Allgäu, wo man nur hinschaut. An vielen Ständen und in allen möglichen Facetten. Seit 65 Jahren heißt es bereits, Wirtschaft, Tradition, allerlei. Genau diese Mischung zieht jedes Jahr erfolgreich viele Besucher auf die Festwoche und in die Messehallen. Dabei stehen die Organisatoren jedes Jahr vor einer großen Herausforderung. Bewährtes bewahren, sich erneuern und an aktuelle Trends anpassen.
Für die Besucher ist wohl die Attraktivität der Allgäuer Festwoche dadurch begründet, dass es hier ein Gesamtangebot gibt aus Messe, aus Erlebnis, aus Kultur, aus eben vielem, was man genießen kann auf der Allgäuer Festwoche. Wir machen auch hier eine Befragung alle paar Jahre, eine Besucherbefragung und schauen, was hat sich verändert, was möchten die Besucher, was vermissen die Besucher. Und diese Ergebnisse greifen wir natürlich auf und versuchen, die so gut es geht in die Allgäuer Festwoche einzubauen. Der zentrale Bestandteil eines Festwochenbesuchs ist für viele der Rundgang durch die Messehallen. Das merkt man schnell, wenn man in den vollen Gängen vorankommen will. Denn hier gibt es allerlei zu probieren und zu erkunden. Zum Beispiel im Handwerkszelt. Heuer dreht sich hier alles um Glas und Stahl. Also bis jetzt muss man sagen, ist es sehr gut, läuft es. Die Leute sind sehr interessiert. Es werden von Tag zu Tag werden es mehr. Und ich glaube, dass es ein großer Erfolg wird für die Messe. Der Glasermeister Karl Wiesmar zeigt den Besuchern, welcher Aufwand sich hinter den bunten Bleiglasfenstern verbirgt. In liebevoller Kleinarbeit passt er die ausgeschnittenen Glasstücke ein. Millimeterarbeit, die viel Übung und Konzentration braucht. Ein paar Meter weiter gibt es Leckereien. Was im Supermarkt so normalerweise nicht geht, das macht die Festwoche möglich. Einfach mal neue Geschmacksrichtungen ausprobieren. Die Molkerei Weinstephan hat ein buntes Programm mit dabei auf der Allgäuer Festwoche, neben Information, Unterhaltung und Genuss. Es gibt eine Fotostation, es gibt Produkte zum Verkosten. Wir haben eine Kreativstation für die Kleinen und rund ums Thema Milch und Joghurt Wissenswertes mit dabei. Neben all den Informationen, die man auf der Festwoche bekommt, gibt es auch immer wieder die Chance, etwas zu gewinnen. Hier eine Frage beantworten, dort ein Foto mit einem weiß-blauen Herzen schießen und mit etwas Glück kann man das ein oder andere Andenken an die Festwoche gewinnen. Und auch für die Kleinen gibt es einiges zu entdecken. Ja, es ist uns sehr wichtig, die Weiß-Blau-im-Herzen-Tour natürlich in alle Gemeinden im ganzen Freistaat zu bringen. Und die Allgäuer Festwoche gehört in Bayern einfach zum Muss der Veranstaltungen. Hochprozentig wird's in Halle 4. Hier steht alles unter dem Motto Genuss. Natürlich gibt es auch das ein oder andere zu probieren. Der direkte Kontakt zu den Allgäuern zieht viele Unternehmen aus der Region auf die Festwoche. Ja, das ist ganz wichtig, die Allgäuer Festwoche hier. Klar, die Kunden, die können bei uns am Stand vorbeikommen, können mal die Sachen probieren, einfach schmecken, wie fein die Sachen sind. Und ja, der direkte Kundenkontakt ist da einfach ganz, ganz wichtig. Das zeigt sich auch in den Zahlen der Festwochenleitung. 80% der Aussteller sind Stammkunden. Die Hälfte von ihnen kommt aus unserer Region. So entsteht eine bunte Mischung, die für jeden Besucher etwas bietet. Ich weiß natürlich nicht, wie im Einzelnen die Besucher den Tag hier gestalten, aber ich könnte mir das vielleicht in etwa so vorstellen. Man kommt also rein in der Früh, dann schaut man sich zuerst mal ein paar Hallen an. Dann geht man vielleicht essen in einer unserer schönen Gastronomieeinrichtungen. Dann kann man sich an der Bühne im Park vergnügen mit dem vielfältigen Programm, das eben hier geboten wird. Kann dann vielleicht noch mal in die eine oder andere Halle gehen, dann vielleicht noch einen Kaffee trinken und dann eben noch mal so das bunte, vielfältige Programm auf der Festwoche genießen. Wenn dann am Abend die Ausstellung schließt, ist auf dem Festwochengelände aber noch lange nicht Feierabend. Denn ob zur Party im Bierzelt oder dem Abendessen an den vielen Ständen, die Allgäuer Festwoche bietet für jeden etwas. Oberstdorf ist nicht nur für Ski- und Wandertourismus bekannt, sondern auch für die sogenannte Schrotkur. Neben einer Diät beinhaltet diese Kur für die Gäste auch sogenannte Kurwickel. Und die bekommen die Patienten von sogenannten Kurpackern, die schon zwischen 3 und 4 Uhr morgens mit ihrer Arbeit beginnen. Wir haben eine dieser Kurpackerinnen mit der Kamera begleitet. Wenn Lore Perschel ihre Arbeit im Hotel Allgäu-Sonne aufnimmt, schlafen die Kurgäste noch, denn es ist früh, sehr früh. Doch für die Kurpackerin ist das kein Problem. Die gelernte Einzelhandelskauffrau arbeitet nun seit rund 24 Jahren mit den Schrotlern. Und je nach Gästezahl bedeutet das einen Arbeitsbeginn zwischen 3:30 und 4:30. Denn in den frühen Morgenstunden sollen die Schrotschen Wickel am besten wirken. Weil unser Körper natürlich ab 24 Uhr von Haus aus in der Entschlackungsphase ist. Man vermutet eine Leberentschlack zwischen 3 und 6. Die Leber ist mit der Haut und den Nieren unser Hauptentgiftungsorgan. Das kommt uns natürlich sehr entgegen.
Für Lore Perschel beginnt der Arbeitstag mit dem Vorbereiten des Frühstücks. Das besteht aus einem Glas Kräutertee und einem Stück Schrotzwieback. Damit geht sie dann zu den Gästen. Auch Gerhard Meyer wird von der Kurpackerin geweckt. Er kommt schon seit 15 Jahren zu Frau Perschel, so wie viele ihrer Gäste. Trotz der Uhrzeit herrscht eine vertraute und gelöste Atmosphäre. Und diesen Kontakt schätzt die Kurpackerin an ihrer Arbeit. Jedes Zimmer ist anders. Es ist jeden Morgen eigentlich ein Spaß. Und ich muss sagen, es kränkt mich keinen Morgen zum Aufstehen, weil ich so viele Stammgäste habe, weil ich so viele bekannte Gesichter, die auch natürlich auch ihre privaten Erlebnisse von zu Hause erzählen. Und was natürlich auch sehr wichtig ist für eine Kurpackerin, dass man nicht von einem Zimmer in das andere trägt. Wir sind eine Vertrauensperson. Und alles, was mir der Gast erzählt, das bleibt bei mir. Das ist also etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und das wissen die Gäste auch. Während der Gast sein Frühstück einnimmt, bereitet Frau Perschel Laken und Wärmflaschen für die Kurpackung vor. All diese Handgriffe hat sie in ihrer Ausbildung gelernt. Dazu kommen zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Denn nur wer regelmäßig an solchen Kursen teilnimmt, darf als Schrotkurpacker arbeiten. Sobald alles vorbereitet ist, geht es zurück zum Gast. Mit geübten Händen packt Lore Perschel ihn in die Wickel ein. Das unterste Laken ist kalt und nass. Das soll den Stoffwechsel anregen. Durch die Wärmflaschen erhöht sich dann die Körpertemperatur. Ein leichtes Schwitzen setzt ein. Der Gast muss dabei volles Vertrauen zur Kurpackerin haben. Denn einmal eingepackt, kann er sich so schnell nicht aus den Wickeln befreien. Deshalb bekommen alle Gäste einen Notfallknopf zur Hand. Gerhard Meyer bleibt nun 2 Stunden in seiner Packung und fühlt sich dabei sichtlich wohl. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich hier durch bin, dann mein Körper summt vor Freude. So ein kleines Summen wie ein Motor, der so ganz ruhig beim Auto so vor sich hin brummelt. So fühlt sich mein Körper an. Für eine gewisse Zeit später dann noch. Und wenn man danach lebt, dann hat man eine gute Wirkung. So 3-4 Monate schaffe ich das dann schon, mich da anzuhalten. Aber dann kommen natürlich auch immer die Gefahren des tagtäglichen Lebens, die Versuchung des Essens und Trinkens dazu. Und dann ist es wieder Zeit, mal wieder hierher zu kommen. Einmal Schrotkur, immer Schrotkur, bestätigt auch die Kurpackerin. Also man könnte sagen, Schrotkur macht glücklich. Und es ist tatsächlich so, wenn Sie mal irgendwo in Oberstaufen in ein Lokal gehen und Sie sehen einen Tisch, wo es ganz fröhlich zugeht, wo viel gelacht wird, ist das hundertprozentig ein Tisch mit lauter Schrotlern. Die sind richtig fröhlich und man hat so das Gefühl, es ist eine richtige Gemeinschaft. Und natürlich freue ich mich dann, wenn sie dann auch das nächste Jahr wiederkommen. Und ich habe natürlich auch viele, viele kleine Briefchen, wo sie mir schreiben, wie gut es ihnen geht und wie gut es ihnen gegangen ist während der Kur. Genau diese Dinge sind es, die Lore Perschel an ihrem Beruf so schätzt. Arbeitszeiten hin oder her. Und wenn gegen 7 Uhr langsam Leben in das Hotel kommt, kann sich die Kurpackerin auf den Heimweg machen und dort erstmal eine Runde schlafen. So, und das war Tipps und Trends. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Now.